Ja, und jetzt aufgrund der Viruskrise hier, aufgrund dieser Corona-Infektion und so weiter, da hat die Frau Singh von der Firma Singoli uns wieder Produkte geschickt. Ja, hallo liebe Freunde. Erstmal zu den Spendenbescheinigungen. Da sind einige zurückgekommen, und weil die Adressen nicht stimmen, also wir haben irgendwie fehlerhafte Adressen von euch, da sind lange nicht alle, aber das sind allein die, die in den letzten 2-3 Tagen zurückgekommen sind. Also, wenn ihr keine Bescheinigung bekommen habt bis jetzt, dann liegt es einfach daran, dass wir von euch entweder gar nicht die Adresse haben oder eben eine falsche Adresse. Vielfach ist es auch so auf diesen PayPal, ihr habt über PayPal gespendet, da ist eine Adresse für die Lieferung der Pakete angegeben, und meistens ist das dann aber die Arbeitsstelle, ja, und dann kann die Spendenbescheinigung natürlich nicht ankommen. Also wie gesagt, wenn ihr die braucht und wenn euch noch was fehlt, eine E-Mail bitte schicken mit eurer korrekten Adresse und über den Betrag und die E-Mail-Adresse, unter der ihr gespendet habt. Dann können wir das auch zuordnen. Man sieht ja, dass Odin und die Nina, die mögen sich offensichtlich. Er will spielen. Dodo will das natürlich nicht, aber ja. Zumindest er hat sich sehr gut hier eingelebt bis jetzt. Ja, da gab es mal so einen Film, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das trifft auf ihn hier zu. Aber der Odin, der ist zum Glück ja ganz freundlich. Ja, und jetzt aufgrund der Viruskrise hier, aufgrund dieser Corona-Infektion und so weiter, da hat die Frau Singh von der Firma Singoli uns wieder Produkte geschickt, damit wir als Tierlebenshof also diese Krise gut überstehen. Da gibt es was, das kann ich euch auch nur mal zeigen. Das ist speziell hier gegen diese Coronaviren entwickelt von der Firma Singoli. Und das ist ein Produkt, was man also auch mitnehmen kann, ja, unterwegs. Da kann man dann aufmachen und dann steht, ich habe es mir mal durchgelesen, das soll man also in die Hände, so ein Gel, das schmiert man sich in die Hände. Das ist erstmal so ein bisschen komisch, ja, aber wenn man das dann genommen hat, in die Hände eingerieben hat, da soll man das hier 30 Sekunden bis eine Minute einwirken lassen. Und ich dachte erst, mein Gott, was ist das schrecklich? Das ist ja, weiß ich nicht, so wie Creme, sowas. Also, naja, aber nach kurzer Zeit, wenn man das einfach in Ruhe lässt, dann passiert Folgendes, ja, dann trocknet das und dann ist irgendwie alles, als wenn man gar nichts auf der Hand hatte. Also das scheint sehr gut zu sein, weil diese anderen Desinfektionsmittel, die tropfen ab, verflüchtigen sich und dieses Gel verbreitet sich natürlich auf den ganzen Händen, bleibt drauf, wirkt ein wie eine Creme und dann soll das schützen. Und ich gehe mal von aus, stinkt auch nicht, riecht nach gar nichts, also zum ersten Moment riecht es nach was, aber nach kurzer Zeit ist der Geruch weg. Thank you.
Ja, also wie gesagt, solltet ihr sowas suchen, irgendwo, wo das noch lieferbar ist. Ich gehe von aus, wenn sie uns das geschickt hat, dass das Produkt also auch bei der Firma Singoli noch lieferbar ist. Ich weiß natürlich nicht, was es kostet. Sie hat uns das hier als Spende geschickt, mehrere Kartons. Also nochmal vielen Dank, liebe Frau Singh. Also Leute, Firma Singoli, einfach mal schauen. Da gibt es dieses, wie heißt das? Sinco Mano Sept. Ist Französisch, also in Französisch hatte ich übrigens eine 5, also ich war in Französisch nicht gut in der Schule. Da hatte ich einen Lehrer, der hieß Herr Ehm, nee, Frau Ehm, ja, und die hat mich gehasst, und ja, weil ich konnte wirklich nicht Französisch. Aber gut, ich denke mal, ein Produkt, was heute hier der Renner werden wird, wenn man das noch im Angebot hat und noch liefern kann. Also, vielen Dank, liebe Frau Singh, und war mir eine Freude, das hier auch vorzustellen, als Dank dafür, dass Sie uns das geschickt haben. Ganz toll, wunderbar, gerade wenn man einkaufen geht jetzt hier für die Tiere in diese Futterhaus und so weiter, weiß man ja nicht, wer das angefasst hat. Ich habe zwar persönlich keine Angst davor, dass ich mich da infiziere, wahrscheinlich werde ich es ja überleben. Problem ist, dass es dann eine Quarantäne gibt und so, und das können wir uns natürlich hier nicht erlauben, weil wir müssen uns ja um die Versorgung der Tiere kümmern. Darum, gute Sache, vielen Dank und ja, bleiben Sie gesund.